Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um einen ungeklärten Mordfall aus den USA. Ein Cold Case, denn der Fall hat sich 1987 zugetragen, also vor 37 Jahren. Das Opfer war Beverly Mills. Freunde und Bekannte nannten sie Jay. Sie erhielt am Montag, dem 23. Februar 1987, gegen 9.45 Uhr einen Anruf von ihrer Mutter, Lorraine Potter. Lorraine und Jay hatten eine Anzeige in der Lokalzeitung aufgegeben, weil sie Jays altes Wasserbett verkaufen wollten. Obwohl Jay das Bett in ihrem Haus in Leland, North Carolina hatte, war die Telefonnummer ihrer Mutter in der Anzeige angegeben. Und ein Mann hatte gerade angerufen und ein Kaufangebot für das Bett gemacht. Lorraine gab ihm eine Wegbeschreibung zu Jays Haus und rief ihre Tochter an, um ihr mitzuteilen, dass der Mann am Morgen vorbeikommen würde. Jay erzählte ihrer Mutter, dass jemand an diesem Morgen gekommen war, um sich das Bett anzusehen und einen Kauf vereinbart hatte. Da Lorraine keine Kontaktinformationen von dem Mann hatte, mit dem sie gesprochen hatte, sagte sie Jay, sie solle ihm einfach sagen, dass das Bett nicht mehr zum Verkauf stehe. Die 23-Jährige sagte dann zu ihrer Mutter, dass sie sich darum kümmern werde. Jays Sohn Andrew sollte am nächsten Tag seinen zweiten Geburtstag feiern und Jay war damit beschäftigt, eine Geburtstagsparty für ihn zu planen. Ein paar Stunden, nachdem sie mit ihrer Tochter getelefoniert hatte, kam Lorraine bei ihr zu Hause vorbei, um zu sehen, ob sie Hilfe bei den Partyvorbereitungen brauchte. Als sie sich der Haustür näherte, wusste sie sofort, dass etwas nicht stimmte. Die Tür, die Jay immer fest verschlossen hielt, war offen. Lorraine ging vorsichtig ins Haus und rief dabei nach ihrer Tochter. Lorraines Angst verstärkte sich, als sie keine Antwort von Jay erhielt. Stattdessen wurde sie von dem Weinen ihres Enkels begrüßt. Als sie das Schlafzimmer ihrer Tochter betrat, bot sich ihr ein Bild wie aus einem Albtraum. Jay lag in einer Blutlache auf dem Bett, die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Sie hatte mehrere Stichwunden in Brust und Rücken und ihre Kehle war aufgeschlitzt. Für Lorraine war es klar, dass sie tot war. Andrew, der am Fußende des Bettes seiner Mutter saß, war körperlich unverletzt, aber eindeutig traumatisiert. Als er seine Großmutter sah, weinte er, der böse Mann hat Mami wehgetan, Mami weint. Lorraine schnappte sich den kleinen Jungen und rannte aus dem Haus. Jays Haus lag direkt neben einem Blumenladen. Lorraine rannte in den Laden und schrie die dort arbeitende Frau an, sie solle die Polizei rufen. Hilfs-Sheriffs des Brunswick County Sheriff's Office trafen ein und bestätigten, dass man nichts mehr für Jay tun könne. Der Gerichtsmediziner stellte später fest, dass Jay 8-mal niedergestochen und ihre Kehle aufgeschlitzt worden war. Sie war auch sexuell missbraucht worden. Sie wurde etwa eine Stunde vor ihrem Auffinden ermordet. Die Ermittler durchsuchten die Wohnung nach möglichen Beweisen und fanden einen Zeitungsausschnitt mit einer Anzeige für Jays Wasserbett. Die Anzeige für das Wasserbett war eingekreist, was die Ermittler zu der Annahme veranlasste, dass die Zeitung von der Person, die Jay getötet hatte, zurückgelassen worden war. Obwohl sie nicht sicher sein konnten, dass es sich bei dem Mörder um die Person handelte, die Lorraine an diesem Morgen angerufen hatte, schien es wahrscheinlich, dass er der Täter war. Lorraine war am Boden zerstört, da sie dem Mann den Weg zu Jays Haus gewiesen hatte. Sie fühlte sich für ihren Tod mitverantwortlich. Jays Schwester Jill lebt in Colorado. Sie war auf dem Weg nach North Carolina, um den Geburtstag ihres Neffen zu feiern, als sie erfuhr, dass Jay ermordet worden war. Was eigentlich ein freudiger Anlass sein sollte, wurde zu einer Zeit der Trauer. Jays Angehörige waren schockiert von ihrem gewaltsamen Tod und konnten nur hoffen, dass die Ermittler die verantwortliche Person schnell finden würden. Die Ermittler begannen sofort mit der Befragung aller, die Jay kannten. Sie erfuhren, dass sich die 23-Jährige vor kurzem von ihrem Ehemann William getrennt hatte. Dieser war beim Militär. In den meisten Fällen würde ein entfremdeter Ehemann automatisch als Verdächtiger gelten. Aber die Ermittler fanden bald heraus, dass es für Jays Ex unmöglich gewesen wäre, sie zu töten. Er war zum Zeitpunkt des Mordes in Deutschland stationiert, was ihm ein wasserdichtes Alibi für den Tag des Verbrechens verschaffte. Jay hatte zwei kleine Kinder, Andrew, der zu Hause war, als sie ermordet wurde,
und BJ ihren vierjährigen Sohn, der am Tag des Mordes seine Großmutter väterlicherseits besucht. Nach der Trennung von ihrem Mann begann Jay als Kellnerin in einem Restaurant in Wilmington, North Carolina zu arbeiten. Ihre Cousine Angela und deren kleine Tochter zogen mit Jay und ihren Kindern in das Haus in Leland ein, was Jay half, einige Rechnungen zu bezahlen und ihr ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit gab. In der Woche vor ihrem Tod erzählte sie Angela, dass sie einen Traum hatte, in dem sie von einem fremden Mann getötet wurde. Sie war sehr aufgebracht, als sie aufwachte. Nach dem Mord konnte Angela nicht umhin, sich zu fragen, ob Jay irgendwie gewusst hatte, dass dies passieren würde. Die Ermittler fanden heraus, dass Jay mit ihrem freundlichen und süßen Auftreten die Aufmerksamkeit vieler Männer auf sich zog. Nach der Trennung von ihrem Mann begann sie wieder mit Männern auszugehen, hatte aber keine ernsthafte Beziehung. Angela erinnerte sich daran, dass es ein paar Männer gab, die von Jay besessen zu sein schienen, obwohl sie kein Interesse an ihnen gezeigt hatte. Ein Mann, ein häufiger Gast in dem Restaurant, in dem Jay arbeitete, brachte Jay eine rote Rose während ihrer Arbeitszeit. Während ein anderer Mann herausfand, wo Jay wohnte und "Ich liebe dich, Jay" in die Kieseinfahrt ihres Hauses schrieb. Jay hatte sich jedoch von keinem der Männer bedroht gefühlt und war immer höflich zu ihnen, wenn sie sie sah. Keiner der beiden Männer zeigte jemals Anzeichen von Aggression, wenn Jay ihre Annäherungsversuche zurückwies. Die Dinge nahmen eine unheimliche Wendung, als Jay beschloss, ihr Wasserbett zu verkaufen. Die örtliche Zeitung bot eine Aktion an, bei der Erstkunden kostenlos eine Kleinanzeige aufgeben konnten. Die kostenlose Anzeige würde 30 Tage lang in der Zeitung erscheinen. Wollte der Kunde den Artikel danach erneut inserieren, musste er den Anzeigentarif bezahlen. Als Jay zum ersten Mal ihr Wasserbett zum Verkauf anbot, verwendete sie ihre eigene Telefonnummer. Fast sofort erhielt sie seltsame Anrufe von einem Mann, der jedes Mal, wenn Jay oder Angela ans Telefon ging, sexuelle Bemerkungen machte. Nach 30 Tagen war das Wasserbett immer noch nicht verkauft und Jay beschloss, eine weitere Anzeige in der Zeitung aufzugeben. Um von der kostenlosen Werbeaktion zu profitieren, gab Lorraine die zweite Anzeige unter ihrer Telefonnummer auf. Obwohl Jay weiterhin einige Anrufe von Leuten erhielt, die die erste Anzeige gespeichert hatten. Niemand wusste genau, wie viele Leute angerufen hatten, um sich nach dem Wasserbett zu erkundigen. Die Ermittler hielten es für wahrscheinlich, dass einer der Männer, die wegen des Wasserbetts anriefen, Jays Mörder war. Sie zogen die Möglichkeit in Betracht, dass sie von jemandem getötet wurde, den sie kannte, hielten dies aber für unwahrscheinlich, da Andrew nicht zu Schaden kam. Es war wahrscheinlicher, dass der Mörder ein Fremder war, der wusste, dass Andrew der Polizei seinen Namen nicht sagen konnte. Andrew konnte der Polizei nur sagen, dass er sich versteckte, als ein weißer Mann begann, seine Mutter anzugreifen. Da es kein Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen in das Haus gab, hatte der Mörder wahrscheinlich an die Haustür geklopft und sich nach dem Wasserbett erkundigt. Da sie bereits zugestimmt hatte, das Wasserbett an jemanden zu verkaufen, sagte Jay ihrer Mutter, dass er den Mann, der an jenem Morgen angerufen hatte, nicht hereinlassen würde, um es sich anzusehen. Aber es war möglich, dass der Mann ihr einen höheren Preis geboten hatte, um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Es wäre auch möglich, dass er Jay an der Tür überwältigt und sich an ihr vorbeigedrängt hat, bevor sie die Tür schließen konnte. Während die Ermittler damit beschäftigt waren, Jays Mörder zu finden, bereitete sich ihre Familie darauf vor, sich endgültig von der jungen Mutter zu verabschieden. Da sie nicht in dem Haus bleiben konnte, in dem ihre Cousine gewaltsam ermordet worden war, blieben Angela und ihre Tochter bei der Familie, während Lorraine auf Jays Kinder aufpasste, bis ihr entfremdeter Ehemann aus Deutschland zurückkehren konnte. Am Wochenende nach Jays Tod traf die Familie ein weiterer Schlag, als sie erfuhr, dass jemand in ihr leerstehendes Haus eingebrochen war. Eine Tür wurde eingetreten und eine Stereoanlage gestohlen. Aber die Polizei glaubte nicht, dass dies etwas mit dem Mord zu tun hatte. In der Nachbarschaft wären mehrere andere Einbrüche gemeldet worden. Und dieser Einbruch zeigte das gleiche Muster. In den Wochen nach Jays Ermordung befragten die Ermittler Dutzende von Personen, konnten aber keinen festen Verdächtigen ausmachen. Sie stellten fest, dass Jays Haus an einer vielbefahrenen Hauptstraße lag, sodass sie davon überzeugt waren,
dass jemand den Mörder beim Betreten oder Verlassen des Hauses gesehen hatte. Sie appellierten an die Öffentlichkeit, sich an den Tag des Mordes zu erinnern und die Polizei anzurufen, wenn sich jemand daran erinnern könnte, jemanden in der Nähe von Jays Haus gesehen zu haben. Noreen rief die Ermittler täglich an, um sich auf den neuesten Stand zu bringen. In den ersten Tagen der Ermittlungen war sie sich sicher, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis der Mörder gefasst würde. Aber als das Tagen Wochen und dann Monate wurden, begann sie sich zu fragen, ob der Fall jemals gelöst wird. Obwohl die Ermittler mehrere Personen im Visier hatten, kamen sie nicht weiter und der Fall geriet ins Stocken. Jays Ehemann William starb 1993 und ließ ihre beiden Jungen ohne Eltern zurück. Also knapp 6 Jahre nach der Ermordung von Jay. Noreen und ihr Mann bekamen das Sorgerecht für die Kinder zugesprochen und nahmen sie in ihrem Haus in Bolivia, North Carolina auf. Als Andrew älter wurde, verblasste seine Erinnerung an seine Mutter und er konnte sich an nichts mehr erinnern, was er am Tag ihrer Ermordung gesehen haben könnte. Noreen erholte sich nie ganz vom Tod ihrer Tochter. Ihre Trauer wurde durch die Tatsache verstärkt, dass der Mörder immer noch frei herumlief. Sie fürchtete, er würde wieder töten, wenn er die Gelegenheit dazu hätte. 1998 sagte sie zu einem Reporter, es ist, als hätte ich sie ewig nicht gesehen, aber es war gestern, als sie getötet wurde. Ihr Tod hat unser Leben für immer verändert. Lieutenant Gene Kazen von Brunswick County Sheriff's Department sagte, dass die Ermittler Jays Fall auch nach mehr als einem Jahrzehnt immer noch als aktiv betrachten. Er räumte ein, dass sie Dutzende potenzieller Verdächtige überprüft haben, aber keinen von ihnen mit dem Mord in Verbindung bringen konnten. Die Ermittler hofften immer noch, dass jemand, der etwas über das Verbrechen wusste, ihnen den Hinweis geben würde, den sie brauchten, um den Fall endlich zu lösen. Tragischerweise starb Noreen im Juni 2007 im Alter von 63 Jahren, ohne jemand zu erfahren, wer für den Mord an ihrer Tochter verantwortlich war. Jill sagte später gegenüber Dateline, dass ihre Mutter sich immer schuldig gefühlt habe, weil sie dem Mann, von dem sie glaubte, dass er Jay ermordet hatte, Anweisungen gegeben hatte. Also sie hat ja dem Mann die Adresse von Jay gegeben. Sie lebte für den Rest ihres Lebens mit so viel Schmerz und Schuldgefühlen. Ihr Herz war gebrochen. Laut Jill hatte Noreen geplant, am Tag des Mordes früher bei Jay vorbeizuschauen, war aber zu spät aus dem Haus gekommen. Das war etwas, das sie verfolgte. Sie sagte immer, wenn sie früher dort vorbeigegangen wäre, hätte sie den Mörder vielleicht abhalten können. Sie dachte, dass die Dinge vielleicht anders ausgegangen wären. Im Jahr 2021 sagte der Lieutenant des Sheriffs von Brunswick County, Israel West, dass die Ermittler weiterhin aktiv an Jays Fall arbeiten. Es ist das Ziel von Brunswick County, diesen Fall zu lösen und einen Abschluss für Jays Familie zu finden. Er räumte ein, dass die Ermittler einige Verdächtige hätten, aber niemand sei öffentlich als Verdächtiger benannt worden. Da die DNA-Technologie seit 1987 große Fortschritte gemacht hatte, hoffte Lieutenant West, dass zusätzliche Tests an einigen der am Tatort gesammelten Beweise sie der Identifizierung des Mörders endlich näher bringen können. Auch heute ist Jays Fall immer noch ungelöst. Die Ermittler verfügen über DNA-Beweise, mit denen sie einige potenzielle Verdächtige ausschließen konnten. Aber sie führten noch nicht zu der Person, die für dieses brutale Verbrechen verantwortlich ist. Im Prinzip kann man tatsächlich von 2 Geschehnissen ausgehen. Einmal, dass sich tatsächlich jemand wegen des Wasserbettes zu ihr begeben hat und der Täter ist. Natürlich könnten es auch oder kann es auch einer ihrer, sag ich mal, ein bisschen verrückten Verehrer gewesen sein. Aber diese scheinen ja anscheinend nur eine gewisse Kreativität oder Hartnäckigkeit an den Tag gelegt zu haben. Aber, wie man dort sagte, keine Aggressivität, wenn Jay ihre Annäherungsversuche ablehnt. Ich vermute mal, dass es mit dem geplanten Verkauf des Wasserbettes zusammenhängt. Zumal auch eben diese eingekreiste Anzeige dort in dem Haus gefunden wurde. Natürlich könnte man sagen, dass eventuell jetzt jemand anderes
diese Anzeige mitgenommen hat, um diese dort abzulegen, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu führen. Aber es war wohl anscheinend die Anzeige mit der Rufnummer von Lorraine, also von Jays Mutter. Und da liegt es wirklich fast nahe, dass es der Mann gewesen ist, der Lorraine angerufen hat und dem Lorraine die Adresse von Jay nannte. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.